Taten deutlicher sprechen als Worte. Worum handelt es sich? Inserter, Pulsar, Imperium. Ja, gewiss. Eine Schande, dass er gewaltig ist. In Ordnung. Ach, da drin sind noch welche. Euer Leben ist verwirrt! Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Stirb, nein! Euer Leben ist verwirrt! So, das ist jetzt dann der Bronzeschlüssel, ja. Was ist los? Wenn es dein Wunsch so, ist. Was war denn in dem letzten Gebiet hier noch auf uns? Nichts oder Fall? Noch eine Geheimtür? Ich wollte gerade sagen, ach nö, noch so ein Rundgang wie hier unten, aber der hier oben kann nicht so lang sein. Und führt jetzt nirgends. Wie kann ich helfen? Weiter! Okay, dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut! In Ordnung. Dein Befehl? Einverstanden. Ich schlag dich in Stücke. Ja? Wer wurde wegteleportiert? Das war die nicht. Ja? Ah ja. Sag, was du von mir willst. Wie kann ich helfen? Ich höre mit Vergnügen. Dein Befehl? Es soll geschehen. So, wie viele gibt's hier noch? Dich auf jeden Fall. Noch so ein Teleport ist ja. Was? Wenn es sein muss. Sonst ist hier oben nichts? Ne, kein Durchgang, nichts. Aber Erfahrungs- ja, einverstanden. So, das heißt, wir können jetzt wieder nach hier gehen. Da haben wir dann eigentlich nur noch den Abschnitt. Da sind wir mit der Gruft fertig. Außer es geht weiter nach unten. Natürlich. Aber in dem Buch, was wir gelesen haben, stand nicht mehr sehr viel. Sag, was du von mir willst. In Ordnung. Von noch mehr Zeug. Nur von den Schlüsseln.
Genau. Was ist los? In Ordnung. Ein paar Kriegerskelette. Ja. Wie lautet deine Aufgabe? Lass uns mal kurz überlegen. Ist etwas nicht in Ordnung? Ich werde tun, was ich kann. Chaosphäre, nee. Infantus Fulcher Imperium. Das macht mir nichts aus. Wie kann ich helfen? Okay, so viel dazu. Deutlicher sprechen als Wort. Kann ich helfen? Ja, kannst du. Aha, eine Hast wäre nicht schlecht und du eine Verteidigungskoordination. Dein Befehl gewiss. Ich pack mir meinen Bart in deinem Blut! So, das war klar, dass da eine Tür ist. In Ordnung. Mal sehen, wie lange es dauert, bis der nimmer volle Beutel voll ist. Ja, vorwärts! So. Das heißt, wir können hier rein. Und haben hier Sarkophage. Sag, was du von... Es soll geschehen! Okay, hier müssen wir wohl, glaube ich, die Schriftrollen reinlegen. Ja. Überlegen wir mal kurz. Wenn sie angeordnet sind, wie die Türme. Also ich kann einmal aus den... aus den Texten vielleicht. Genau, also Sir Gilles hatte einen Streit kommen. Und ich glaube, Sir Gilles hatte ich auch hier in dem Turm gefunden. So. Meine Ehre ist wiederhergestellt. Lebt wohl, ihr Helden. Flupp. Ja. Sir Gideon. Gigaliant. Wir verspürten den Drang, unsere Pferde zu wählen und mit unserem Fürsten gegen Osten zu fliehen. Burg Schutz finden. Zwei Hände und Schild. Wie kann gewiss? Ist er hier? Ich glaube, auch hier haben wir das gefunden. Auch wenn hier nur ein Langschwert ist. Endlich kann ich ruhen, gedenkt meiner. Ja. Flupp. Nächster. Zirzerki. Ist der mit dem Speer. Den hatten wir hier gefunden. Ja. Ja. Einverstanden. Thank you.
Möge Helm über euch wachen. Lebt wohl. Und wahrscheinlich als letztes hier. Er hatte seinen Speer noch aufgepflanzt, um den Ansturm des Drachen zu widerstehen. Ja. Das war wohl so sehr key, aber der hier ist der mit der Axt, weil er schlug dem Drachen den Kopf ab. So rum. Seiris, meine Brüder haben den Frieden gefunden. Jetzt kann ich mich ihnen endlich anschließen. Nun wohl an, meine Helden. Der Weg steht euch nun offen. Mögen eure Taten jene Ehren und Frieden bringen, der diese Tragödie mit seinem eigenen Blut geschrieben hat. Lebt wohl. Flupp. Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Und Stufenerhöhung für unsere drei hier. Rettungswürfe, ETW und zusätzliche Trefferpunkte für ihn. 1., 2., 3., 4., 5., 6. Grad und 2 Trefferpunkte. Sie kann jetzt 15. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8. Okay. Nochmal einen Segen rein. Nochmal eine Wunden heilen rein. Nochmal so einen. Hier auch nochmal Wunden heilen. Hier ruhig so einen. Hier eine Heilung für alle Fälle. So, und du auch eine Stufe Erhöhung. Rettungswürfe, erst Zauber des 7. und 3 Zauber des 8. Grades, ey. Big B's geballte Faust. Ja, dieser Zauber erzeugt eine riesige Hand, die das Ziel im schlimmsten Fall bis zu 4 Runden umfasst und zu zerquetschen versucht. Zuerst schlägt die Hand das Ziel und richtet dabei 3W6 Schadenspunkte ohne Rettungswurf an. Dann wird das Ziel festgehalten. In der zweiten Runde steht dem Ziel ein Rettungswurf gegen Lähmungsruhm, um sich auf dem Griff zu befreien. Scheitert es, verursacht die Hand 4W6 Schadenspunkte. In der folgenden Runde steht dem Ziel erneut ein Rettungswurf gegen Lähmungsruhm, um sich zu befreien. Wenn das Opfer scheidet, erleidet es 2 weitere Runden 6W6 Schadenspunkte je Runde und ist in dieser Zeit weiterhin festgehalten. Ja, nach der 4. Runde löst sich die Hand auf. Magiewiderstand kann diesen Zauber aufhalten. Mhm. Eisenkörper. Der Zauber verwandelt den Körper des Anwenders in lebendes Eisen, dass er eine Reihe mächtiger Abwehrkräfte und Fähigkeiten gewinnt. Während der Wirkungsdauer des Zaubers ist der Anwender 100% resistent gegen Elektrizität, 50% gegen Feuer und 25% gegen Schaden durch Wucht. Alle Zauber, die die Atmung oder die physische Kondition des Anwenders beeinträchtigen würden, bleiben ohne Wirkung. Außerdem wird die Stärke des Anwenders auf 25 erhöht und er kann zweimal pro Runde mit Eisenfäusten angreifen. Zusätzlich erhält der Anwender den entsprechenden Stärkebonus. Unglücklicherweise werden die Bewegungen des Anwenders jedoch verlangsamt und leicht unkoordiniert, sodass seine Geschwindigkeit auf 25% seiner normalen Geschwindigkeit herabgesetzt wird. Und er keine anderen Zauber anwenden kann. Ihr Garten ist auch sehr böse. Damit kann ich einen Gegner kurzzeitig wegschicken. Der Zauber erzeugt dann außerdem in seinem Raum, der ein riesiges Labyrinth aus sich ständig verändernden Kraftfeldern darstellt. Das Opfer wird in das Labyrinth befördert. Wie lange es dauert, bis es sich befreien kann, hängt von seiner Intelligenz ab. Lautes Brüllen. Wenn der Anwender das laute Brüllen ausstößt, ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal.
Was nehme ich denn jetzt einfach mal so, weil ich es kann? Schutz vor Energie. Nee, Symbol der Furcht, Symbol Betäubung, Todes, verbesserter Schutzmantel. Ist eigentlich auch ganz nett. Hält aber nur 4 Runden. Zauberauslöser. Zauberauslöser wäre so eine Variante, aber ich hätte lieber erstmal Bigbys geballte Faust. So. Weil, sag, was du von mir willst. Es soll geschehen. Bevor wir weitermachen, speichere ich jetzt erst einmal. Sonst überziehen wir zu lange. Also ich wäre gerne jetzt noch die anderen Zauber durchgegangen, aber das hätte zu lange gedauert. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Deswegen speichern wir. Das ist jetzt LP006. P006. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.